Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, ich stehe wieder auf der tollen Fackel. Und ich habe jetzt letztes Mal gesagt, ich gehe jetzt da hinten hin. Zu diesem komischen Haus, zu diesem Boot-Dingens. Und bla und bla. Und heute ist ein Freund von mir dabei, der heißt Fabian. Sag mal hallo. Jo, was geht? Der spielt auch gerade Skyrim, aber mit diesem komischen DLC Hardfire. Aber es macht keinen Unterschied. Doch, einen Unterschied macht das schon. Naja, ich kann mir irgendwo noch Häuser kaufen, Kinder adoptieren und alles. Achso, aber sonst im normalen Spiel macht es keinen Unterschied, ne? Nein, sonst nicht so stark. Außer, dass du neue Sachen kaufen kannst und so. Okay. Ich habe ja hier diese komische Lydia dabei. Ja, genau, die da. Ich habe Lydia geheiratet. Ja. Die wird sowieso draufgehen bei mir, also von daher. Wie das letzte Mal? Ja. Und bei dem, ich habe ja noch gesagt, ich möchte mir ein Haus kaufen, aber leider kostet das 5000 Gold. Und ich habe nur 611 Gold. Das ist ein bisschen traurig, aber egal. Dann werde ich jetzt einfach mal hier gucken, ob ich mir einfach mal die Sachen ablegen kann. Aber jetzt gehe ich nach Jorvasker, wie es heißt, rein. Was kann man nochmal bei diesen komischen Typen machen, die in dem Bootshaus sind? Warte, welches Haus? Jetzt habe ich gerade bei dem Dorf gepasst, sorry. Haus und Brot. Haus und Brot, kein Plan mehr. Umgedrehte Boot-Dingens. Na, die prügeln sich. Ja, einfach prügeln. Weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe diese Questen schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich muss irgendwie... Achso, stimmt, der kann zum Werwolf werden, oder? Ja, achso, ja, richtig, genau, ja. Später kannst du ja auch zum Werwolf werden. Das macht glaube ich nicht. Guck mal hier, die prügeln sich. Ich hab keinen Bock, ich gehe wieder. Tschüss. Naja, du musst da nichts machen. Schau einfach zu und dann kannst du einfach da sozusagen rein nach Jawaska. Also du musst nur nach unten in den Keller gehen und dann diesen alten Couch löschen. Und du musst dich nicht in einen Werwolf verwandeln. Ja, egal, hab ich jetzt keinen Bock. Ich möchte jetzt den Fußrodak, weil ich kann nur, warte, ich kann nur das hier. Fuß. Du Fuß. Junge, ich hab Fußrodak. Ich kann jede Sprache, die du haben willst, Mann. Ich weiß auch, wo die alle sind. Das Spiel auch schon dreimal oder viermal durchgespielt. Ja, zweimal. Okay. Das. Na gut, ich habe immer noch diesen komischen Streitkolben ausgerüstet, weil einfach damit viel mehr Schaden macht, aber trotzdem mal gucken, ob ich damit jetzt gleich weit komme. Oder nicht. Mach mal ein paar D3-Questen, da bekommst du so geile Waffen. Ich mache jetzt einfach die Story. Ja, das gehört auch zur Story, die D3-Waffen aufzusammeln. Ich habe einen Hund gefunden! Schön. Schmiede. Super, ein Hund spricht mit mir. Episch. Aber kann ich rück? Oh, die möchte ich haben, wenn mit der Eisenrüstung. Ich wollte gerade sagen craften wegen Minecraft, aber ich kann es ja gar nicht craften. Na, herstellen kann ich es nicht. Schlagen kann ich auch nicht. Nee, dafür kann ich es herstellen. Schmuck kann ich auch nicht herstellen. So, so gut. Dann gehen wir jetzt mal mit dieser Lydia aus dem durch. Gehen wir jetzt mal zu diesem... zu den Graubärten. Ich mache mir Sorgen. Das ist ein Deutsch. Ja. Es gibt manchmal so witzige Szenen bei Skyrim, da sprechen die einfach Englisch. Wieso das denn? Frag mich nicht, irgendein Drecksmark. Okay. Mich bricht hier gerade ein Hund an, also... Ja, und bei mir lädt's gerade ewig lange. Oh, wie witzig ein D-Kopf ist. Dann trinke ich mal kurz was. Dann trink mal was. Hast du eine Puppe in der Hand? Was? Hast du eine Puppe in der Hand? Mhm. Warum? Naja, warum oh, wohl? Ist geladen. Ja, jetzt mal sprinten. Kann ich jetzt auch hier, weil mir das gesagt wurde. Mit Alt kann ich sprinten. Yeah, yeah. Hat aber ganz schön lang gedauert, fertig. So, na, vielleicht nicht mehr so ein Pferd klauen. Lass es lieber. Ich hab's schon mal ein paar Mal geschafft. Viel Erfolg mit dabei, wenn du gejagt wirst. Na gut, okay, du kommst zwar immer, aber. Das ist gerade Nacht, aber trotzdem. Der Typ steht doch hier, wie hässlich der ist. Na egal, gut, dann lauf ich jetzt mal zu den Graubärten. Ich bin jetzt gerade etwas obdachlos. Ich verfolge einen Hund. Warum machst du das? Ja, meine Quest jetzt. Such einen Detra-Fürsten. Oh Gott, ich vergesse immer. Wenn die Ausdauer leer ist, kann man dann nicht weiter, kann man nur normal weiterlaufen. Also normal ja. Ja, genau, du musst so warten, bis es aufgeladen hat. Aber dafür gibt's doch grüne Tränke, Ferdi. Ja, toll.
Sag mal. Legt ihr euch hier nieder zu lassen? Ein Hund, der einen Tetrafürsten führt. Oh mein Gott, ein Dieb! Okay. Alter, verpiss dich doch einfach, dafür habe ich keine Zeit. Geht nicht fort, hast du mich etwa vermisst? Liebst du mich etwa? Da verpiss dich, du Dreckshure. Was kommt das für ein Scheiß, Alter? Ja, was denn? Da kommt mir so eine Hure an, willst du mich ausrauben, dann sag ich so, dafür habe ich keine Zeit. Geht nicht. Fang. Ah, Facke, Würmchen, Brust. Ich habe jetzt die Honigbrauerei gefunden. Ja, ganz schön. Was? Die Honigbrauerei. Ich hab meinen Hund verloren! Okay, Fabian. Mein Hund! Mein Hund! Hab ihn gefunden. Hier ey, sag mal, sind hier überall nur Banditen oder was? Nö, ich will mit dem nicht reden. Dann meinetwegen, ey, scheiße, weil die mich verarschen, lass mich nur Ruhe. Ich weiß ja, die Himmelsschmiede gebaut hat, wo Waffen der Gefährten gefertigt werden. Ihre Entdeckung hat auch von Jovarske, der Gründer der Gefährten. Achso, das sind die Gefährten, stimmt ja. Ja. Oh mein Gott, ein Bär. Wieso lädt das denn jetzt die ganze Zeit so lange? Das ist ja voll krass. Keine Ahnung, vielleicht war das noch nie was. Ich hab meinen Hund wieder verloren. Es geht halt lange, wenn ich aus den Häusern rauslaufe. Episch. Da muss ich bei mir lädt es überhaupt nicht. Ich meine, schöne Strömung. Der Hund ist gerade etwas verbuggt. Ich muss campen, wenn ich da hochlaufe, oder? Oh, was? Ein Wolf. Fitten. Der arme Hund. Was hast du gemacht? Ich hab ihn. Das kannst du mal mit dem Blick gucken. Na, schau ich mir den an. Oh mein Gott, ey, der Hund führt mich hier zu diesen Banditen die ganze Zeit. Der Hund kommt, ich hole meine Waffe, bam, erstmal Epic Angriff Tötung. Epic Angriff Tötung, ey, ich töte die alle mit einem Schlag mit meiner Feuerwaffe. Warte, ich habe Untoten Verdammung. Untoten verbannt. Wer ist das? Sind das Diebe? Oh! Jawohl! Ich hab meinen Hund in den Arsch geschossen! In den Nacken. So, auch mal anfangen hier Let's Play von Skyrim zu machen. Ich hab den Hund wirklich einen Pfeil in den Arsch geschossen. Da bleibt der genau in meinen Schusswinkel. Oh. Jawohl! Level up! Level up! Ich wünsche, ich bin Level 18 mit meiner Agonia. Alter, die geben mir richtig viel Geld, das ist geil. Oh, da ist noch jemand! Weißt du, was so richtig traurig ist? Einfach Nordgelächter, Leute. Zigger Nord einfach gelöscht. Wieso? Es ist keine Ahnung. Da waren zu viele Speicherplätze und ich glaube mein Bruder hat mir versehentlich meinen Nord gelöscht. Ist da jemand egal? Erstmal eine neue Stufe ab. Ne? Ich werde jetzt mal Ausdauer verbessern, weil wenn ich jetzt noch ein bisschen mit der Waffe spiele, dann werde ich vielleicht mehr Ausdauer brauchen. Also da willst du dich jetzt einfach nur hoch. Zweihändig, einhändig, ja toll. Ja. Was am besten trainieren kannst du schleichen. Schleich die ganze Zeit und dann steigst du schneller Level ab. Das dauert länger, oder? Naja, schleichen einfach nur oder ein bisschen von Hinterhalt angreifen. Also nein, länger, das dauert länger, dann zum Ziel zu kommen. Ja schon, aber stufst du schnell hoch. Alter, Elch, der fuckt, das sackt. Nochmal Bogen, Alter. Komm. Epic Schuss. So. Ey, sag mal, wo willst du hin, du Drecksköter? So, wo sind die? Da ist mal jemand. Oh, den hab ich wohl nicht gegeben. Gib mir dein Geld. One-Hit-Wolf. Inchin, wo bist du? Warum ist die Tür so langsam, man ist gefunden? Sehe so durch, als ob ich das weiß. ja. Dass du da stehen bleibst, ist mir auch wurscht. Oh! Evil!
Was denn das so? Hey, wieso leuchte ich denn so komisch? Was hast du eingesetzt? Nichts, eigentlich. Wenn du so komisch leuchtest, dann hast du irgendeinen Zauber abgekriegt. Das Giva hat mich angegriffen, das Kleber. Naja, vielleicht hattest du eine Art Fähigkeit gehabt. Ich weiß nicht, was Giva für eine Fähigkeit hat. Weil ich nie irgendwelche Sachen nehme, sozusagen. Hey. Hier sind Dingens. Lol. Das ist groß, ich eine Vize. Oh, Brust. Oh, das war bitter. Geil. Mein Ding, ey, mein Ding. So. Nein. Wow. Nice. Ich hab hier wieder so komischen Dingensstein gefunden, ne? Was ein? So ein komische Steine. Ja, ja. Wie heißen diese Dinger denn? Ja, das sind Und da war so ein Typ, stand so gut davor. Erstmal einen Schlag gegeben. Und dann noch einen Schlag gegeben. Und das, also der zweite Schlag hatte ich einfach die Axt in den Brust gehoppt von dem gerammten und dann weggetreten. Sparta. Die sagen, das ist witzig. Am besten ist, wenn du die Leute kämpfst einfach, so richtig hinrichtungsmäßig. Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag gleich in der Nähe wieder behält, damit sie vorhin kämpfen, nö, kein Bock. War vielleicht schon anders, aber hier, ich hab durch meine geile Waffe hier, die doch nicht so schlecht ist, habe ich Untotenvertreiben drin, das heißt. Weil der hier wollte gerade aufstehen, weil der ist verbrannt. So. Ja, okay. Ich glaube sowas ähnliches. Dann gehen wir jetzt wieder zum eigentlichen Ziel. Was war das denn? Vibe, wo bist du? Da ist das Vibe. Heil, also das Vibe doch. Geht schon nicht, ich habe nicht die Erweiterung. Und dafür brauchst du keine Erweiterung. Also kostet wahrscheinlich auch Geld. Du brauchst nur Dings 200 Gold für den Maras Amulett und das war's dann. Dafür bekommst du dann jeden Tag 100 Gold. Also von ihr, die macht dann einen Laden auf und die gibt dir dann 100 Gold. Aber nur einmal am Tag. Und dann nochmal eine warme Meister, die Leben und alles auffüllt. Hey, kannst du vielleicht deine Brüder ein bisschen leiser stellen, wenn die ein bisschen lauter werden? Alles klar. Hört man die gerade? Warte mal. So. So, das müssen wir. Ich möchte jetzt hoch. Vibe, bist du hinter mir her? Wo ist die denn, Alter? Krieg einfach auf Tee und warte. Warte einfach mal so ein bisschen hier. Oh mein Gott, noch so ein Sieb oder was? Da ist sie. Sie hat's geschafft. Schaffst du auch mehr zu laufen? Ah, sie schafft's. Talentiert. So. Wie komme ich jetzt am besten hier hoch? Wo bist du denn gerade? Ja, ich laufe gerade den Weg hier hoch. Ich glaube, ich muss hier doch gegen so ein Eisgolem kämpfen oder so, ne? Eisgolem. Eismutant, irgend sowas, keine Ahnung. Das ist ein Troll. Eistroll, genau. Ja, aber mit irgendwie so 8 Augen oder so. Das ist ein richtig hässliches Viech. Ja, die Dinger sind ein bisschen stark, glaube ich. Die sind extrem stark. Du kannst froh sein, dass dir da kein Drache begegnet ist. Als ich meiner Gonia benutzt habe, ist mir direkt ein Drache entgegengekommen. Ja, Drachen sind nicht so ein großes Problem. Oh, doch, ganz oben schon. Weiß ich mal. Vor allem, wenn du nicht so hochgeschubst bist. Weil ich weiß nicht, wie ich gegen diesen Eisgolem kämpfen soll, Eistroll. Naja, generell zurückziehen und so. Also soll ich von dem abhauen einfach? Nein, nicht abhauen, angreifen, weil da unten ist ja noch so eine Seltenerin und die, die kann helfen auch. Oh, hast du mich gerade angeschossen, du Drecksvampir? Muss ich gegen einen oder gegen zwei Eistrolle kämpfen? Weil gegen einen. Ich glaube, man muss gegen zwei kämpfen. Einen am Fluss und einen. Naja, wenn du da auf dem Weg bist, dann. Da musst du gegen einen am Fluss, aber da kannst du einfach in die Stadt laufen, da helfen dir die Wachen. Ja. Hey, lol. Der Vampir will den Hund zum Vampiren machen. Bam, hingerichtet. Hey, ich halte es nicht für lange. Los, Hund. Ich hab überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. What the fuck? Ja, wuff, wuff, lauf. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist was, was ist was? Meinst du diese Steine? Die sind freundlich. Ey, ich laufe hier gerade irgendwie komplett falsch, ich geh nochmal zurück. One hit. Vorsichtig. Blutiger Vampir. Kann ich ja mit der reden? Ne, die kommt mir nicht hinterher.